Mit deutlichem Schwerpunkt auf dem Thema Geistheilung werde ich in diesem Video die Merkmale und Inhalte der drei den Begriff Geist enthaltenden Heilungsgebiete geistliche Heilung, geistige Heilung und Geistheilung beschreiben. Letztere sehr ausführlich, auch unter konkreter Benennung der von einer Geistheilung ausgehenden Gefahren. Herzlich willkommen hierzu. Mein Name ist Bernd Ehebrecht. Mit der Unterscheidung der beiden Adjektive geistlich und geistig fange ich zunächst an. In unserem Sprachgebrauch hat geistlich die Bedeutung von religiös, theologisch oder christlich, um nur drei Beispiele zu nennen. So sprechen wir beispielsweise bei einem Bischof von einem geistlichen Oberhaupt und nicht von einem geistigen. Denn geistig hat eine grundsätzlich andere Bedeutung, nämlich gedanklich und den menschlichen Verstand, den Intellekt betreffend. Wer zum Beispiel klar und logisch denken kann und die Fähigkeit besitzt, Sachverhalte korrekt zu erfassen und zu erkennen, der ist geistig gesund. Im Gegensatz zu Menschen, die geistig behindert sind. So unterscheidet man auch zwischen einem geistlichen Beistand, den eine Person beispielsweise in Gestalt eines Pastors oder Seelsorgers haben kann, und einem geistigen Beistand in der Gestalt eines klar denkenden Menschen. Hier bietet die deutsche Sprache also eine sehr feine und klare Unterscheidung. Auf dieser Basis lassen sich auch die Merkmale und Inhalte der beiden Kategorien geistliche Heilung und geistige Heilung bestimmen. Die geistliche Heilung bezieht sich auf den geistlichen Wesensteil des Menschen, seinen von Gott gegebenen Geist. In diesem Zusammenhang erwähne ich mein Video Das biblische Menschenbild. Geistlich geheilt ist ein Mensch, der eine intakte und vertrauensvolle Beziehung zu Gott hat und dem sein Geist als Zuflusskanal der Kraft Gottes dient. Ein solcher Mensch kann mit Gott in Kommunikation treten und sein Gewissen und seine Tugenden sind Gott gefällig, bei aller grundsätzlichen Sündhaftigkeit des menschlichen Wesens. Aus christlicher Sicht kann sich ein geistlich geheilter Mensch in richtiger Weise orientieren. Er sollte in der Lage sein, Gottes Berufung für das eigene Leben erkennen und in jeder Lebenssituation die richtige Entscheidung treffen zu können. Wie wird man nun geistlich heil? Jesus spricht im Lukas-Evangelium Kapitel 5, Vers 32, Zitat: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Zitat Ende. Diejenigen Maßnahmen, um geistlich heil zu werden und zu bleiben, sind, kurz gefasst, eine entschiedene Umkehr zu Gott und seinen Geboten, eine gute Gewissensbildung auf Basis des Wortes Gottes, sowie ein Sündenbekenntnis, je nach christlicher Konfession und Zugehörigkeit, wann immer es erforderlich erscheint. Viele Menschen bringen ihre innere Umkehr in regelmäßigen Werken der Buße zum Ausdruck, beispielsweise durch Fasten, das Geben von Almosen oder das Gebet für ihre Feinde und Verfolger. Hier die Übersicht. Im Gegensatz zur geistlichen Heilung betrifft die geistige Heilung die Heilung des Verstandes, der Vernunft oder des Denkvermögens. Das Gegenteil sind die sogenannten Geisteskrankheiten, welche als Oberbegriff für jede Art von psychischen Störungen, Psychosen, geistigen Behinderungen und unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen gelten. Die wahren Ursachen solcher geistiger Störungen zu erkennen, ist für die Fachleute eine herausfordernde Aufgabe,
denn diese Störungen müssen nicht immer psychischer Natur sein. Immer wieder kommt es auch vor, dass wieder göttliche Mächte Verursacher sind, oft in Kombination beide Ursachen zusammen. Das macht eine sichere Diagnose so schwierig. Wenn möglich, sollten hierfür also Psychiater mit Personen zusammenarbeiten, die vollmächtig im Dienst der Befreiung stehen. So ließe sich in der Praxis in geeigneter Weise herausfinden, ob ein Patient auf Befreiungsgebete anspricht oder nicht. Danach könnte er ursachenspezifisch behandelt werden. Eine solche sinnvolle, fachgebietsübergreifende Zusammenarbeit gibt es in anderen Ländern, jedoch leider nicht in Deutschland, obwohl sie sehr notwendig wäre. Wenn ein Patient Glück hat, dann findet er hierzulande privat eine im Befreiungsdienst stehende Person, welche ihm zusätzlich dienen kann, am ehesten vielleicht bei einer der vielen Freikirchen. Die beiden großen Volkskirchen in Deutschland versagen hierbei weitestgehend. Hier die zusammenfassenden Aussagen zur geistigen Heilung. Nun komme ich ausführlicher und detaillierter zur dritten Kategorie der Geistheilung, welche sich von den beiden anderen schon dadurch unterscheidet, dass nicht das Objekt der Heilung, sondern die Quelle der Heilung begriffsbestimmend ist. Die ersten beiden Kategorien benennen das Objekt, das geheilt wird, nämlich zum einen der von Gott gegebene menschliche Geist und zum anderen der Verstand oder Intellekt des Menschen. Geistheilung hingegen benennt in Wirklichkeit die Quelle der Kräfte und die Kräfte selbst, mit denen eine Heilung erzielt werden soll. Obwohl manche Geistheiler behaupten, die Geistheilung würde auch den Geist des behandelten Menschen heilen, sodass dadurch die Selbstheilungskräfte des Patienten in Gang kommen würden. Wenn man aber bedenkt, welche Kräfte es sind, die bei einer Geistheilung wirken, wird man schnell eine solche Behauptung als Irreführung entlarven. Denn Geistheilung ist das Behandeln und Heilen von Krankheiten durch Inanspruchnahme von übernatürlichen, nicht von Gott stammenden Heilkräften. Die Geistheiler sind nach eigenen Aussagen selbst im Besitz dieser Heilkräfte oder besitzen scheinbar zumindest Macht darüber. Solche nicht von Gott stammenden Heilkräfte können jedoch den von Gott gegebenen menschlichen Geist nicht heilen. Niemals. Warum nicht? Was sind das für Kräfte? Geistheiler geben an, ihre Fähigkeiten durch Einweihung oder den direkten Kontakt mit Geistwesen erhalten zu haben. Diese sind jedoch nichts anderes als Dämonen. Um die Menschen mit dieser Wahrheit nicht zu erschrecken oder weil sie es selbst nicht glauben, sprechen sogar christliche Seelsorger meist beschönigend von kosmischen Kräften, die bei der Geistheilung wirken, Kräfte des Universums. Nein, das sind nicht irgendwelche neutralen Kräfte, die da wirken, sondern wieder göttliche Geister, dämonische Mächte. Es ist leider so. Durch die notwendige innere Verbundenheit der Geistheiler mit diesen Geistwesen, die von den Heilern realitätsfern als göttliche Quelle oder göttliche Energie bezeichnet werden, wird die Heilkraft an die betreffende Person vermittelt, meist durch Handauflegung, Bestreichen, Besprechen oder geistiger Heilenergieübertragung. Daher werben manche Geistheiler auch mit der wissenschaftlich klingenden Bezeichnung Bioenergietherapeut.
So sprach eine praktizierende Reiki-Meisterin zum Beispiel von universaler Energie, die durch ihre Hände fließt, mit deren Hilfe sie nicht nur Beschwerden aufspüren und heilen kann, sondern für Pflanzen auch ein besseres Wachstum bewirken kann. Sie berichtete in ihrem Vortrag, ihre Macht über diese Energie sei so stark, dass sie damit sogar Gewitter vertreiben könne. Wirkliche göttliche Heilung oder Befreiung geschehen dagegen niemals durch die Fähigkeit von Menschen, sondern immer nur durch Gottes Kraft. Ein anderer Geistheiler schreibt auf seiner Website allen Ernstes folgendes, Zitat: Wenn der zu Behandelnde soweit ist, an der Reihe ist, verbindet sich die göttliche Energie, die in mir lebt, die ich bin, die ich immer war, mit dem Bewusstsein des Menschen, des Tieres und gibt diesem einen gewaltigen Energieschub, einen göttlichen Booster. Dadurch werden im Geist und Körper des Menschen und des Tieres Regenerations- und Heilungsprozesse eingeleitet und energetische Räuber und Besetzungen vertrieben. Symptome und Krankheitsbilder sowie ungewollte Verhaltens- und Denkweisen verschwinden. Der göttliche Urzustand wird wiederhergestellt. Es ist, wenn man so will, ein göttlicher Eingriff, die Gnade Gottes. Zitat Ende. Wenn man weitere Berichte über Geistheiler liest, findet man zum Beispiel noch folgende Aussagen. Erstens, der Geistheiler besitzt durch sein Vertrauen in eine göttliche Kraft Zugang zu heilenden Schwingungen, denen er sich bedient, auch unter Verwendung eines Pendels. Zweitens, der Patient kann, wenn er nur will, in sich ein Energiefeld aufbauen, das nicht nur seine geistigen, elektrischen und Feinstromfeld-elektrischen Kräfte aktiviert, sondern dadurch auch erhebliche genetische Umwandlungen in Sekunden produziert. Drittens, das Unterbewusstsein des Patienten wird beim Heilungsvorgang in feinstofflichen, magnetfeldähnlichen, sogenannten Aura-Feldenergien sympathisch und positiv angesprochen, sodass das Bewusstsein in gleicher Aggressivität den Heilungsvorgang beschleunigt. Und schließlich viertens, die Hoffnung eines leidenden Menschen setzt eine starke, nie messbare Energie im Kosmos in Bewegung. Zu dieser kosmischen Energie hat jeder Mensch Zugang. Nach all diesen Aussagen von Geistheilern und über diese mache ich nun einen kleinen, aber wichtigen Exkurs. Aus dem Buch Geistheilung ist erlernbar, der Geistheilerin Waltraud Urbanek, entnehme ich folgende sehr aufschlussreiche Beschreibungen des Schöpfungsprozesses der Welt. Im Zentrum der Schöpfung steht für Geistheiler das sogenannte Absolute. Ich zitiere aus dem Buch. Wir nennen es Gott oder Logos oder kosmisches Bewusstsein und nehmen es als unendlich schnelle Schwingung an. Diese unendlich schnelle Schwingung kommt aus dem Schöpfungsprozess des göttlichen Bewusstseins. Und da alles Schwingung ist, wie uns die Physik lehrt, sind göttliches und kosmisches Bewusstsein eine Konzentration einer unendlich schnellen Schwingung, die immer ist und immer war. Es ist ein neutraler Begriff. Gott oder das göttliche und kosmische Bewusstsein ist gleich unendlich schnelle Schwingung. Aus der unendlich schnellen Schwingung bildet sich eine Kraft, die wir Geist nennen. Diese geistige Kraft wird heruntertransformiert in erfassbare Schwingungen. Dieser Transformationsprozess wird schließlich so langsam, dass in unserem bekannten Universum die Schwingungen geformt werden können.
Hier an diesem Punkt setzt der Wandlungsprozess ein, den der Geist benötigt. Seele und Psyche werden geboren aus der geistigen Energie. Zitat Ende. So geht es weiter in der Beschreibung bis zu dem Punkt, an dem durch zunehmende Verdichtung der universalen Energien Materie entstehen kann. Ich zitiere weiter. Die Heruntertransformierung geht bis zu dem engen Schwingungsbereich, in dem das Leben im physischen Körper sich manifestiert. Aber damit ist der Prozess noch nicht zu Ende, denn Gott oder der Schöpfungsakt möchte wissen, was ist angekommen. Er muss eine Information zurückhaben, will mitleben mit seiner Schöpfung. So ist ein Rückfluss an Energie notwendig, und das ist die Religion. Die Energie fließt wieder zurück, damit Gott erkennen kann, es ist vollbracht. Zitat Ende. Weiteres will ich Ihnen, liebe Zuschauer, nicht mehr zumuten. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist Folgendes. Geistheiler verwenden zwar Begriffe aus der Bibel, da sie aber darunter etwas ganz anderes verstehen, werden die Menschen verwirrt. Gott ist für Geistheiler nicht der personale Gott der Bibel, sondern ein neutrales, kosmisches Bewusstsein, was immer das sein soll. Das gilt ebenso für Logos. Der Geist ist nicht die einzigartige göttliche Person, der Geist des lebendigen Gottes, sondern eine neutrale Kraft als Produkt einer unendlich schnellen Schwingung. Sogar der Ausspruch Jesu bei seinem Tod, es ist vollbracht, wird völlig sinnverfälschend gebraucht. Sie haben es im Zitat gehört. Waltraud Urbanek selbst bezeichnet ihren Lernprozess zur Geistheilerin als esoterischen Lernprozess und betont, Zitat, jede Form von Heilung erfolgt über die Chakren. Zitat Ende. Hier beende ich diesen kleinen Exkurs. Aus christlicher Sicht ist Geistheilung eine weißmagische, okkulte Praktik. Prominente Beispiele hierfür sind Reiki oder Prana Healing, eine Heilmethode mittels der hinduistischen Lebensenergie Prana. Auf mein ausführliches Video über Reiki mache ich aufmerksam. Dort gehe ich auch auf die Chakren und ihre so entscheidende Bedeutung für die Geistheilung ein. Die christliche Einordnung dieses Themas unterscheidet sich also grundlegend von weltlich geprägten, entsprechend abweichenden Äußerungen. Zum Beispiel werden in einer bekannten Internet-Enzyklopädie auch göttliche Heilungen und ein Exorzismus irrigerweise als Form der Geistheilung bezeichnet. Wenn man wie dort göttliche Heilungen mit einer esoterisch-okkulten Praktik wie der Geistheilung gleichsetzt, beweist man aus meiner Sicht eine große Unkenntnis. Schon in meinem Video Okkulte und esoterische Praktiken habe ich gesagt, dass die sogenannte weiße Magie, wie wir sie bei der Geistheilung antreffen, im Gegensatz zur schwarzen Magie den Anspruch hat, Gutes zu tun. Da man dafür aber auch die Intervention eines Dämons braucht, ist sie genauso gefährlich wie die schwarze Magie, in der Regel nur religiös getarnt. Die Tarnung kann zum Beispiel in der Präsentation christlicher Symbole während der Behandlung bestehen oder sogar auch darin, dass ein als guter Engel getarnter Dämon mit der behandelten Person in Kontakt tritt. Auch wenn Sie jetzt vielleicht zweifelnd den Kopf hin und her wiegen, das alles ist passiert. Lassen Sie sich nicht täuschen.
diese Art Magie wird als weiß bezeichnet, weil sie eine Zeit lang ein gewisses Wohlbefinden und auch Heilung hervorrufen kann. Eine geschickte Falle, denn die Patienten sind oft fasziniert von schnellen Heilerfolgen. Aber die Personen werden in die Irre geführt. Denn es kommt der Zeitpunkt, wo der Dämon seine Wirkungen zum Schaden der Personen ändert. So tauchen unerklärliche Krankheiten oder Probleme in anderen menschlichen Bereichen auf, bis hin zur vollkommenen Abneigung gegenüber göttlichen Themen und der Entfremdung vom wahren Gott. Das kann manchmal auch erst nach Jahren geschehen, sodass ein Patient schwer oder gar nicht mehr einen Zusammenhang mit einer in Anspruch genommenen Geistheilung erkennen kann. Oder die Folgeprobleme betreffen einen nicht fest im Glauben stehenden Familienangehörigen. So war es auch im konkreten Fall einer Mutter, deren kleiner Sohn ziemlich bald nach ihrer Behandlung plötzlich über einen langen Zeitraum Albträume bekam, sodass er nicht mehr allein schlafen konnte. Da es nicht sie selbst betraf, konnte die Mutter zunächst keinen Zusammenhang mit ihrer Behandlung durch einen Geistheiler erkennen. Mir ist bewusst, dass auch viele Christen die Praktiken der Geistheilung als harmlos erachten und die Auswirkungen nicht ernst nehmen. Das ändert jedoch nichts an der geschilderten Wirklichkeit und freut die wiedergöttlichen Mächte umso mehr. Hier eine Zusammenfassung der Geistheilung. Bei aller Verlockung warne ich also dringend davor, sich durch Geistheilung behandeln zu lassen. Diese Möglichkeit begegnet einem manchmal auch ungewollt, denn viele Ärzte oder Heilpraktiker haben schon an Geistheilungsseminaren teilgenommen. Grundsätzlich unterstelle ich Geistheilern keine böse Absicht. Die allermeisten dürften es gut meinen mit ihren Patienten, wissen aber selbst wahrscheinlich nicht, welchen Mächten sie sich geöffnet haben und mit welchen Kräften sie daher wirklich zusammenarbeiten. Das gilt auch für solche, die behaupten, ihre Heilungsgabe sei ihnen vererbt worden. Bei angeblich weitervererbten Heilungsgaben handelt es sich immer um okkulte, mediale Fähigkeiten, die mit Gott und seinen Gnadengaben nichts zu tun haben. Göttliche Charismen können niemals vererbt werden. Abschließend mache ich auf meine vierteilige Serie Befreiung aus dämonischen Fesseln aufmerksam, wo ich insbesondere im vierten Teil Befreiungsmöglichkeiten konkret anspreche. Machen Sie es gut und bitten Sie Gott um die Gabe der Unterscheidung der Geister.